Jana aus meiner Bastelecke. Heute habe ich wieder ein neues Anleitungsvideo zum kreativen Montag. Das hier oder so ähnlich habt ihr schon gesehen, das war die Verpackung für besondere Büroklammern. Hier sind jetzt ein bisschen andere besondere Büroklammern drin und ihr seht auch, dass das Design ein bisschen andere Farben hat, aber vom Grundprinzip her ähnlich ist. Das gemusterte Papier ist auch wieder aus dem gleichen Designerpapier raus, nämlich jede Menge Muster. Aber um das hier geht es gar nicht, weil das habe ich euch ja schon gezeigt. Das hier ist etwas, was meine Teammitglieder bekommen. Das bin ich, unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin. Und deswegen konnte ich diese Post-its hier bestellen. Ganz dicker Block, da sind jetzt schon einige weg, weil ich eben schon ein Geschenk für meine andere Downline gemacht habe. Und die kann man, wie gesagt, nur dann bestellen. Und auch diese Wunschzettelblöcke quasi. Ich habe übrigens einfach einen von diesen Zetteln und einen von diesen Zetteln genommen und die vorne als Cover hingemacht und einfach nur nochmal mit einem Farbkarton passend, der auch hier drin vorkommt, da nochmal so einen Hintergrund gemacht quasi. Aber ansonsten ist das sehr einfach. Das hier ist einfach nur ein weißes, festes Papier, also so ein fester Farbkarton. Jetzt habe ich mir gedacht, für viele von euch ist das nicht relevant, dass ihr Stampin' Up! Haftnotizzettel verschenkt, wenn ihr eben nicht irgendwas mit Stampin' Up! Zu tun habt. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich zeige euch das Ganze einfach mal in der Variante, in der ihr das vielleicht alle selber zu Hause nachmachen könnt. Das ist was, was, wie ihr sehen könnt, ich mal irgendwann beim Teddy gekauft habe. Ich habe das jetzt hier so zurechtgeschnitten, dass das in meine Schreibtischschublade reinpasst, wo die anderen Haftnotizzettel sind, aber sonderlich schön sieht das nicht aus und jetzt auch nicht so wirklich schön, um es zu verschicken. Dann habt ihr noch das Problem hier, dass das passieren kann, dass die knicken und dann so komisch abstehen. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal, wie ihr auch für jetzt als Beispiel diese Haftnotizzettel so ein Büchlein machen könnt. Natürlich könnt ihr das mit allen anderen auch machen. Ich zeige euch einfach den Prozess, wie ich daran gehe, um die passenden Maße zu finden. Und dann könnt ihr das für welche auch immer ihr haben solltet, dann einfach nachmachen. Wie ich also angefangen habe, war, ich habe mir mal 10 Stück von jedem abgezählt. Ihr könntet das auch genauso gut machen, dass ihr das ganze Teil einfach runternehmt, also den ganzen Stapel. Ich würde nur auf jeden Fall immer darauf achten, dass ihr von jedem gleich viel habt, dass die Dicke, also die Höhe quasi von den Klebezetteln einfach ähnlich ist. Also das wären ungefähr 10 Stück. Jetzt denke ich mir, ja, das ist mir noch ein bisschen wenig. Die sind sehr dünn. Machen wir einfach 20 draus. Das wären jetzt 20 Stück. Die Dicke finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich nehme mir die so, dass ich das quasi von oben, also so seitlich abziehe quasi. So, also nicht so, sondern so. Und das hilft auch, wenn man dann so einen ganzen Stapel auf einmal abzieht, weil man dann eben auch nicht bei einem, wo man das dann so biegt, ja, jetzt steht schon wieder hoch. So schnell geht das, ne? Also, dass ihr einfach ein bisschen drauf aufpasst, wie ihr das runterzieht, damit das nachher schön flach quasi in eurem Mäppchen drinne liegt. Und ich werde jetzt bei denen überall 20 Stück abzählen. Hier muss ich mal gucken, ob ich die ersten, die schon so verknickt sind, einfach abmache und dann die drunter nehme, das schöner aussieht. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das fertig abgezählt habe. Ich habe jetzt alle abgezählt. Wenn ihr euch die Mühe nicht machen wollt, könnt ihr auch einfach eins davon abzählen und dann das quasi ranlegen und gucken, ob es ungefähr die gleiche Höhe hat. Ich bin da immer ein bisschen genauer. Messt euch aus, wie dick das Ganze ist. Das sind bei mir jetzt 2 mm. Ihr müsst halt gucken, was ihr dann für eine Höhe gewählt habt, je nachdem, welche Menge ihr habt. Und dann nehmt ihr, weil ich das ja wie bei diesem Büchlein hier auch machen will, ihr braucht hier so einen Rücken. Und dadurch, dass ich auf beiden Seiten Klebezettel habe, habe ich natürlich dann die doppelte Breite. In dem Fall wären das jetzt dann 0,4. Ich mache einfach 0,5. Dann habe ich ein bisschen Spielraum und es steht dann nachher nicht so hoch, sondern bleibt schön geschlossen. Und 0,5 ist auch einfach einfacher zu messen auf dem Schneidebrett und nachher auch ein bisschen einfacher zu falten. So, und jetzt muss ich mir noch überlegen. Ich denke, ich werde einfach 3,3 machen. So, die Länge von diesen Post-its sind 6 cm. Das müsste auch hier der Fall sein. Also bis zu der Spitze vorne hier von dem Flugzeug sind das 6 cm.
Ich würde jetzt mal sagen, ich nehme lieber ein paar Millimeter mehr, einfach um ein bisschen Spielraum zu haben und dass das nicht exakt an der Kante hier abschließt. Das heißt, wir machen einfach mal 6,5. Dann will ich ja 0,5 hier Platz lassen als Rücken von dem Ganzen. Das heißt 6,5, 0,5 und 6,5. Das heißt, wir wären bei 13,5 cm. Ich schreibe das mal kurz mit. Dann zeige ich euch mal, wie ich meine Schmierzettelchen immer mache oder meine Anleitungszettelchen. Also ich würde mir jetzt hier sowas aufzeichnen. Irgendwie, das muss auch gar nicht maßstabsgetreu sein. Einfach nur, dass ich ungefähr weiß. So. Naja, das war jetzt besonders schlecht, aber egal. Also, dann will ich 6,5, 0,5, 6,5. Dann rechne ich mir das zusammen und dann sind das 13,5. So. Und dann brauche ich natürlich noch eine Höhe. Die Höhe würde ich jetzt ähnlich machen, wenn alle drei so beieinander sind. Ich meine, ihr könntet auch Platz zwischen den Dingern lassen. Ich glaube, ich klebe die alle so Stoß auf Stoß quasi. Das sind, wenn ich das richtig sehe, 5,12, irgendwie sowas. Wir machen einfach mal 5,5 Höhe. Ja, und damit habe ich die Maße, die ich brauche. Mehr ist das gar nicht. Dann schnappe ich mir einen weißen festen Farbkarton. Ihr könnt natürlich auch eine andere Farbe nehmen. Aber ich würde sagen, also ich persönlich nehme Weiß als Grundbasis. Weiß kommt auch hier in diesen Haftnotizzetteln vor. Und nehme dann irgendeine andere Farbe, die ich habe, aus diesen Mustern raus und nehme das dann, um noch irgendwelche Akzente zu setzen. Dann schneiden wir es hier ab bei 13,5 und machen 5,5. Und dann machen... Ist das jetzt richtig? Ja, ja, passt schon. Das kommt mir so furchtbar klein vor. Aber ich habe es ja ausgemessen. So, dann lege ich das einmal hier an bei 6,5. Einmal falzen, rumdrehen, 6,5 falzen. Und damit habe ich bereits mein kleines Büchlein fertig. Kleinen Moment. So. So. Da rein kann ich mir jetzt meine Klebezettelchen kleben. Die müssten jetzt von selber kleben, weil das ja Haftnotizzettel sind. Die haben ja ihren Klebstoff schon drauf. Und jetzt machen wir das Gleiche noch hier. Na, also ich kann jetzt hier noch gucken, dass ich sie einigermaßen gerade ausrichte quasi. Also jetzt haben wir hier die kleinen Haftnotizzettel drin. Wenn ich es zuklappe, passt das. Oh, ich hätte es fast noch einen Ticken hier hinten noch einen Ticken breiter machen können, vielleicht 0,6 oder so. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Und jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich denn jetzt für vorne drauf machen könnte. Ich habe ja hier jetzt noch den Rest von den anderen. Da kann ich mal gucken, welche von diesen Farben, die hier vorkommen, ich als Papier da habe. Testen wir doch mal Farngrün. Also da ist es natürlich sehr von Vorteil, wenn man einfach ein paar Farben hat, mit denen man herumexperimentieren kann. Und wenn man sich über die Zeit hinweg immer mal wieder ein paar Farben zulegt, dann hat man irgendwann auch in der Regel immer irgendeine Farbe, die dann auch zu so gekauften Sachen passen, die jetzt nicht von Stampin' Up sind. Ich würde mal sagen, die beiden Farben finde ich gar nicht schlecht. Mit denen kann man auf jeden Fall irgendwas machen. Was mir gerade aufgefallen ist, diese Haftnotizzettel hier, die sind qualitativ jetzt nicht gerade die besten. Und die haben hier so eine Wölbung drinne, die es verhindert, also das kann man jetzt hier vermutlich nicht sehen, aber verhindert, dass es wirklich da drauf kleben bleibt. Ich mache jetzt alle einmal ab, mache überall mal einen Klebepunkt hin, dass wenn ich das verschenken würde, dass dann nicht irgendwann zwischendrin einfach demjenigen das aus diesem Büchlein rausfällt. Das wäre ja nicht Sinn der Sache. Da kommt es halt wie gesagt immer drauf an, was man für so Haftnotizzettelchen hat und wie die Qualität auch von dem Klebezeug ist. Das musste ich auf jeden Fall bei den Klebezettelchen von Stampin' Up! Nicht machen. Die scheinen besser zu halten. So, das sollte hinhauen. Und jetzt wollen wir hier vorne noch die Verzierung drauf haben. Ich finde ja ehrlich gesagt,
passt das irgendwie zum Thema Reisen, oder? Mit dem Flugzeug und so? Oder vielleicht auch Fernweh im Moment, weil Reisen nicht funktioniert? Das sind eigentlich eher so andere Sprüche, ne? Heute ist dein Tag, könnte man zum Geburtstag nehmen. Schön, dass du da bist. Könnte natürlich ein Gastgeschenk sein für jemanden, der einen besucht. Oder aber auch nimmt man oft für Babys, also dass ein Baby da ist. Geschafft, vielleicht eine Fahrprüfung mit dem Auto oder so. Auf geht's. Es ist ja, also es kann schon auch eine Reise sein, aber auch einfach nur, komm, wir schaffen das, auf geht's los. Gute Reise ist klar. Und vielen Dank. Also ich würde ja zu gute Reise tendieren. Das Problem ist, im Moment geht halt das Reisen einfach nicht. Das heißt, hier ist auch dieser Banner, der würde da auch drauf passen. Ich glaube, der ist auch relativ einfach auszuschneiden, weil das ja nur einfache Formen sind. Hier hinten ist vielleicht ein bisschen kniffliger, aber auch nicht wirklich. Ja, ich bin gerade am Überlegen, weil ich eine Idee habe, wem ich dieses kleine Büchlein hier schicken möchte. Und deswegen versuche ich, den Spruch passend zur Person auszuwählen. Solltet ihr natürlich auch machen, wenn ihr das verschenken wollt. Und deswegen brauche ich jetzt ein bisschen länger. Aber das ist einfach mein Prozess. Ich habe ja nicht gesagt, dass das besonders spannend ist. Es ist ganz viel Zeit, die auch für Überlegen drauf geht. Nur damit ihr mal wisst, wie ich das mache und dass ihr das auch selber machen könnt, für was auch immer ihr für Produkte oder Zeug habt, was ihr halt verschenken wollt. Ich überlege kurz und dann melde ich mich wieder, wenn ich eine Idee habe. Ich habe mir jetzt gedacht, ich schnappe mir das Auf geht's, weil wie gesagt, mit Reisen gerade schwierig, aber Auf geht's kann eine Reise sein, kann aber auch einfach nur sein, Auf geht's quasi was zu tun, die zu benutzen, so in die Richtung. Und das heißt, ich schnappe mir jetzt hier einmal, das sind so durchsichtige Klassikstempel, ich schnappe mir einmal das, auf geht's. Den dünnen Spruch mache ich auf den kleinen länglichen, das ist der G-Block. Und dann hätte ich gerne noch den Banner. Das ist hier diese Form. Eigentlich wäre die auch besser auf dem Ding, ne? Ach, ich nehme mal hier so einen anderen länglichen, der ist halt ein bisschen größer. Und jetzt muss ich mir nur überlegen, ob ich noch irgendwas anderes mit drauf machen will. Wobei ich so wie bei dem hier auch, wo ich ja welche von diesen Notizzettelchen auch hier vorne einfach draufgeklebt habe, so werde ich das hiermit auch machen. Dann brauche ich nämlich, glaube ich, gar nicht viel mehr. Dann testen wir das mal. Ich weiß ja, dass dieses Post-it 6 cm ist. Und ich weiß auch, dass ich das hier 6,5 cm gemacht habe. Das heißt, das Stückchen, was ich hier drauf mache, ich möchte, dass da so ein ganz leichter weißer Rand zu sehen ist. Und deswegen mache ich das einfach 6,3 mal 5,3. Und das schreibe ich mir dann so auf. Also zum Beispiel, ne, wenn man das jetzt einfalten würde, wäre das hier die Front. Und dann kann man sich hier zum Beispiel so einzeichnen. Ich will da jetzt noch so eine Schicht drauf haben und die Schicht ist dann 6,3 mal 5,3. Also 5,3 und 6,3 und damit habe ich jetzt hier meine Lage, die ich da drauf kleben kann. Das mache ich jetzt nur mal vorübergehend jetzt mal irgendwo hin, einfach, dass es mal da ist. Und dann werde ich jetzt das hier einmal auf weiß aufstempeln. Die Frage ist, mit welcher Farbe und mit welcher Farbe stempel ich das auf geht's da rein. Ich mache erstmal den Pfeil in der Farbe. Achso, das ist jetzt hier ein Rotton, ne? Das heißt, ich benutze hier diese Klarsichtstempel jetzt zum ersten Mal. Wenn ich das jetzt in den Rotton reinhaue und selbst wenn ich es danach direkt sauber mache, wird er sich leicht verfärben. Das ist normal, hat was mit dem Material zu tun, was aber ein gutes Zeichen ist, weil es dann ein gutes Material ist. Dann mache ich mir mal schnell meinen Pfeil da drauf. Und damit die Verfärbung eben nicht zu dolle ist, mache ich mir den auch gleich wieder sauber. Und die Verfärbung sieht folgendermaßen aus. Sagen wir mal, leicht
leicht rosa, wenn überhaupt. Ja, also je länger ihr die Farbe drauf lassen würdet oder je öfter ihr jetzt immer wieder das gleiche stempelt oder so, desto dunkler würde die Verfärbung werden. Aber wie gesagt, selbst wenn die sehr dunkel sein sollte, man kann immer noch durchgucken und es wird nichts anderes verfärbt. Dann habe ich Aquamarin und ich habe jetzt hier diesen Klarsichtstempel auf Geets. Der ist jetzt gerade, ja, ist in einer Linie, aber mein Banner hier ist leicht geschwungen. Das heißt, ich könnte gucken, ob ich den eventuell so hinklebe, dass der leicht geschwungen ist auf meinem Stempelblock. Ne, also ihr könnt diese Stempel, das ist ja das Gute daran, ich könnte das hier so nach oben machen, ich könnte das komplett in einem Bogen aufkleben und stempeln. Oder eben, wenn ich ihn jetzt ganz normal lasse, so wie er auch konzipiert wurde, ist er wieder gerade. Also, dann haben wir Aquamarin. Ich muss da jetzt ein bisschen mit dem Kopf hin. Ich hoffe, ihr konntet noch irgendwas sehen. Der Bogen war vielleicht nicht ganz richtig. Ne? Das sieht jetzt so aus. Zum Ausschneiden nehme ich einfach eine kleine Schere. Ich schnippel das nicht direkt an der Linie quasi vom Stempelmotiv aus, sondern ich lasse einen kleinen weißen Rand. Denn dadurch habe ich nicht das Problem, dass ich zu exakt schneiden muss. Und kann auch nochmal nachjustieren. Wenn ich jetzt in die Linie reinschneiden würde, nachher fehlt dann an einem Eck ein bisschen Linie, dann sieht es merkwürdig aus und so. Deswegen lasse ich da einen kleinen Rand. Und was ich auch mache, ist, dass ich die Schere gerade halte und eigentlich nur das Papier drehe. Das heißt, die Schere zeigt in der Regel immer nach vorne. Mein Handgelenk bleibt gerade, damit ich da nicht verwackel. Und ich drehe mir das Papier in die Richtung, in die ich es brauche, um dann eben meine Form hinzubekommen. Hier ist jetzt so eine Rundung, die auch noch hier so am Eck ist. Das ist ein bisschen kniffliger, aber geht. Ich meine, grundsätzlich ist es so nicht schlecht, aber irgendwie fehlt mir da was. Und hier hinten, finde ich, ist ein bisschen zu viel Weiß übrig. Da ist noch so viel Fläche, die so einfach aussieht, weil einfach nur grüner Hintergrund, wo nichts passiert. Ich muss wieder ein bisschen herumexperimentieren und dann sage ich euch, wie es weitergeht. Ich will das jetzt hier so aufkleben. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich die Position dann wähle. Ich lasse das etwas überlappen. So. Und das dann da oben drüber. Ja, das passt. Gut. Zum Festkleben. Wenn ich jetzt den Flüssigkleber nehmen würde, dann würde man so Spuren durchsehen. Dann hätte ich noch die Möglichkeit, ich könnte ein doppelseitiges Klebeband nehmen. Dann würde ich aber auf jeden Fall hier vorne die Spitze und sowas nicht hinkriegen. Deswegen schnappe ich mir einfach einen Klebestift. Der ist nicht von Stampin' Up und ich habe nicht mit Absicht hier die Beschriftung runtergemacht, sondern die ist abgegangen, weil sie nicht gut gehalten hat. Da hatten die mir so ein Paket zum Testen geschickt gehabt. Und die habe ich einfach noch. Und immer mal, wenn eben diese anderen beiden Kleber, die ich eigentlich lieber verwende, nicht funktionieren, wie jetzt bei so einer Geschichte, wo man das eben, ja, wo es einfach nicht praktikabel ist mit den anderen Zweien, dann verwende ich gerne so einen Klebestift. Wie gesagt, wenn ihr einen Flüssigkleber habt, könnt ihr das schon auch verwenden, aber wahrscheinlich werdet ihr Spuren sehen, weil dieses Papier von diesen Haftnotizzetteln einfach extrem dünn ist. Und dann sieht man das durch, weil ein Flüssigkleber eben eine Feuchtigkeit drin hat, sonst wäre der nicht flüssig. Und dass das Papier ein bisschen aufweicht und, und dann eben so Spuren sichtbar sein können. Damit haben wir einen Großteil von dem Hintergrund abgedeckt, haben ein Muster drauf, ohne dass ich jetzt da noch irgendwas stempeln musste. Dann schnappe ich mir hier einfach noch so ein paar von den kleinen Abstandshaltern, Dimensionals. Hier ist sogar eins, was durchgeschnitten ist, das ist noch kleiner. Das ist vielleicht nicht schlecht für hier hinten dieses Fähnchen, dass da auch was hinkommt. Dann mache ich mir eins in der Mitte. Und eins vorne hin zur Pfeilspitze. Dann hinten den Schutz abziehen, dass es auch klebt. Und dann kann ich das hier aufkleben. Mal gucken, wie genau ich das aufkleben will. Ich glaube, ich will, dass das hier vorne abschließt.
So ungefähr. Okay, und das Ganze kann ich jetzt hier aufkleben. Dafür kann ich jetzt auch einen Flüssigkleber verwenden, denn durch diesen dicken Farbkarton von Stampin' Up! Sieht man das nicht durch. Je nachdem, was ihr zu Hause habt, um das Ganze zu verzieren, könnt ihr da jetzt noch ein bisschen rumspielen. Ihr könntet irgendein, was weiß ich, Washi-Tape nehmen. Ihr könntet ein stinknormales Band nehmen. Ihr könntet, und vielleicht mache ich das noch, so eine kleinen Steinchen, die so ein bisschen reflektieren. Ich habe hier von den ganz kleinen keine einzelnen mehr, sondern halt nur noch die, die in so einer ganzen Reihe sind. Ich will aber tatsächlich, ich glaube, ich will zwei einzelne. Dann trenne ich mir hier einmal vorsichtig den Kleber. Jetzt müsste der, nein, ganz ab bist du noch nicht. Jetzt hat. Und stecke den Kleber, der jetzt hier absteht, einfach noch drunter. Dann mache ich mir auf jeden Fall eins dahin. Und dann brauche ich noch eins davon. Dann ist es doch gleich noch ein bisschen schöner, wenn da so ein bisschen was reflektiert. Das wäre jetzt also eine völlig andere Variante. Ihr seht, völlig andere Maße und trotzdem vom Prinzip her eigentlich das Gleiche. Einfach gucken, was habt ihr, messt euch die Größe aus, macht es minimal größer, hier dieses Büchlein sozusagen. Guckt, dass es hier hinten eben, dass ihr die doppelte Tiefe dann nehmt von euren Haftnotizzettelchen oder vielleicht sogar noch ein bisschen, 1-2 mm mehr, dass das dann schön flach zusammenliegt und nicht so nach oben aufsteht. Und ja, dann habt ihr auf jeden Fall ein kleines Geschenk, was definitiv anders ist, als das Ganze einfach so zu überreichen. Ich meine, die Klebezettel an sich sehen schon einfach cool aus mit ihrem Design, was drauf ist. Aber ich finde, so macht das nochmal ein bisschen mehr her. Derjenige weiß, dass ihr euch Mühe gegeben habt und Zeit aufgewendet habt, um das so zu machen. Wobei, so viel Zeit ist es eigentlich gar nicht. Die meiste Zeit, die ich aufgewendet habe, war mir zu überlegen, was ich machen will. Das eigentliche Basteln, also hätte ich das jetzt einmal so und würde das jetzt nochmal für jemand anderen machen, ginge super schnell. Aber der Prozess ist immer das, was so lange braucht. Und deswegen schnippel ich dann auch so lange an meinen Videos rum, weil ich in der Regel relativ viel davon rausschneide, weil das euch ja nicht, also ihr euch das ja nicht immer angucken müsst, aber ich habe mir gedacht, ich lasse es jetzt einfach mal drin, damit ihr ganz genau wisst, wie ich meine Projekte mir selber erschließe und meine Zettelchen mache und wie ihr das einfach selber machen könnt, für was auch immer ihr verpacken wollt. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video was mitnehmen für euch und für euren Bastelprozess sozusagen und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, falls ihr eben auch diese Haftnotizzettelchen in irgendeiner Variante habt und die gerne verpacken wollt oder vielleicht auch irgendwas ganz anderes verpacken wollt und einfach nur die Idee mitnehmt, wie ihr das Ganze ausmessen könnt und für euch und euren Zweck gestalten. Und jetzt reicht's. Ich bin fertig. Wir sehen uns im nächsten Video. Falls euch das Video gefallen hat und euch geholfen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen, auch über Kommentare. Und wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal, Janas Bastelecke. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Das ist auch wieder aus dem gleichen... Das... Ich zeige euch einfach mal, wie ihr so ein ganz einfaches Büchlein machen könnt, um so als allererstes, wobei ich gucken werde, dass ich es einfach 0,5 mache, weil das dann leichter zu, ich würde jetzt mal sagen, wir tauschen ein bisschen. Dann haben wir zweimal Dingens. Ah, nee. Oder vielleicht mache ich es auch andersrum und mache das so. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann sind alle Enden, die gleich sind, beieinander. Mhm. Müssen wir gerade gucken. Ungefähr so. Ich glaube, ich muss euch mal ein bisschen näher ranholen, ne? So. Oh. Der eine klebt wohl nicht mehr ganz so gut, ne? Das versuchen wir nochmal neu.
Was könnte das für eine Farbe sein? Nein, Jade ist es schon mal nicht. Ist ein bisschen grell, ansonsten... Okay, das ist ja kein Problem. Ich habe ja noch ein paar Farben. Minzmakrone. Ach, nee, da muss mehr Blau drin sein. Chili könnte theoretisch das sein, aber das kommt nur ein einziges Mal drin vor. Aha, was ist denn mit Poolparty? Wenn ich's... Das schadet ja nicht. Ja, wenn ich's abkriege. So. Aha. Was haben wir denn da? Ich gehe noch einmal raus. So, hier ist er. Tada, okay. Und habe leider von meinen Projekten vorher die ganzen Dinger nicht sauber gemacht. Da muss ich wohl kurz einmal ran. Wartet mal. Ich muss einmal kurz meinen Reinigungsprofi nass machen. So ist der hart. Der reinigt mir nichts. Bin gleich wieder da. So ist das schon ganz anders, ja, wie ihr sehen könnt. Labberig. Damit es mir, während ich es nutze, nicht austrockne. Austrocknet. Tada. Also, keine Ahnung. Ich mache das jetzt in der Regel immer so. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Oh Gott, ich finde nichts mehr. Ach komm, das nehmen wir einfach. Stört aber auch nicht weiter, weil man immer noch durchgucken kann und weil es auch nicht verfärbt. Oh, ich hatte die ganze Zeit hier mein Dings an, merke ich gerade. Machen wir das mal lieber wieder an. Nee, komm her, komm her. Ganz mini bisschen vielleicht. Nee, das müsste eher so... so vielleicht? Ja, wieso nicht? Ups. Ich schnapp mir jetzt hier noch so ein paar... Na, wo haben wir sie? ich guck kurz. Bling-Dinger nehmen. So eine kleinen... Das hier, die hängen sie aneinander. Die muss ich erstmal voneinander trennen. Ja, ich weiß, es tut weh, aber ich muss euch trennen. Oh, jetzt habe ich den ganzen Kleber abgepult. Das war nicht Sinn der Sache. Ich will doch nur den einen von euch loslösen. Gebt den frei. Ihr müsst den freigeben. So, hast du jetzt noch Kleber dran oder nicht? Hey. Wenn man... Einfach ist immer so gesagt. Und... guckt von der Dicke her, dass das passt mit hinten dem Maß, den... Also, ich höre jetzt mal auf zu labern.